Herzlich willkommen zur Minecraft-WG mit Rethermoon. Einen wunderschönen guten Abend. Unserem Pain. Hi. Der Shizuka. Hallöchen. Und mir. Schaut euch das schöne Wetter an. Ein blauer Himmel, saftig grünes Gras, hübsche Bäumchen, ein Schwein, das mit Shizuka knutscht. Was kann man mehr wollen an diesem schönen Tag? Ja, Apokalypse kommt. Das klingt, als würdest du ein normales Let's Play starten, weißt du? Ja. Okay. Sollen wir kurz erklären, was jetzt abgeht? Ja, mach das mal. Kannst du tun, ist dein Ding. So, Maya-Kalender endete jetzt zum 20.000. Mal, aber diesmal wirklich. Rea, wir fangen noch nicht an. Rea, sobald du den abbaust, starte ich die Apokalypse. Achso, ja, ich dachte, wir sollen anfangen. Achso, ja, soll ich schon? Ja, warte, Slash Game Rule, Game Loop Function, Apokalypse. Okay, startet. Okay, dann erzähl weiter jetzt, was? Ja, Apokalypse naht, ne? Wie man sieht, die Sonne ist jetzt genau über uns und ja, es wird halt immer heißer auf der Erde, ja, Klimawandel und so. Oh. Und wir müssen halt überleben. Hier ist eine Höhle. Und dafür müssen wir uns am besten in den Untergrund bauen. Bei mir ist auch eine hier. Weil es immer heißer wird und im Erdkern ist es auch heiß, aber nicht so heiß wie dann draußen. Also wir tauschen heiß gegen heiß. Ja. Sollen wir da Wasser mitnehmen? Ja, klar. Es ist echt ziemlich... Ist aber im Untergrund auch was, oder? Es ist Lidl as fuck, also ihr müsst euch jetzt nicht... Es wird echt nicht krass, es ist echt nicht... ich hatte, wie gesagt, eben gleich noch... ich habe nur eine Stunde oder so dran gearbeitet. Ja, du hast ja jetzt dann eine Woche Zeit... Du solltest Wirtel rausmachen, weil so eine scheiß Holzachse bringt mir gar nichts. Egal. Dann mach dir eine Steinaxt. Da muss ich mal Steine für haben. Ja, ich grab mich eben schnell runter. Es kommt immer eine Info, wann es schlimmer wird, wobei seltsamerweise eben eine Sache irgendwie nicht quasi. Das Skelett, lass mich in Ruhe. Aber ich muss mal gucken, woran das liegt. So. Ich habe sie eben noch nur ganz kurz getestet, bin aber leider gestorben. Läuft bei dir. Und nicht mal an der Apokalypse. Oh, woran bist du denn gestorben? Das Skelett hat mich abgeschossen, weil ich in der Schlucht runtergefallen bin. Läuft bei dir. Warum ist das nicht angezeigt? Was soll angezeigt werden? Mittlerweile programmiere ich das ja ein bisschen besser alles. So ein bisschen geordneter, damit es nicht krass so heftig ist. Und eine Function davon wird quasi nicht angezeigt. Ich habe keine Ahnung warum, aber das gucke ich mal alles noch woanders. Also es gibt kleines Feuer, kleine Meteoriten, Lavaregen, große Meteoriten. Und sehr große Meteoriten. Und die sehr großen Meteoriten werden irgendwie nicht angezeigt. Deswegen, also es kann sein, dass die irgendwie nicht da sind. Okay. Hm. Naja, das ist unsere erste Runde Apokalypse. Naja, also ich versuche bis nächste Woche dann wenigstens irgendwas noch hinzuzufügen, damit es wenigstens ein bisschen spannender ist. Wir hätten einen Timer starten müssen. Also egal. Wofür? Ja, dass wir wissen, wann immer die nächste Phase kommt. In welchen Zeitrahmen kommt ihr denn immer? 5 Minuten. Gott, das war jetzt... Das ist nicht so viel, ne? Ja, man kann ja während es abgeht, kann man ja noch draußen bleiben. Also so schlimm ist es jetzt nicht. Ich muss erst mal schauen, wo ihr seid. Wo seid ihr? Ich farm gerade ein bisschen Holz. Hühnchen killen. Und ich kill ein paar Schweine. Ja. Die waren irgendwo auf der Grasfläche, ne? Ja, die Schweine bräuchten wir Karotten, aber ich bezweifle, dass wir die schnell kriegen. Hühner können wir gut einlagern. Ja, da hinten in dem, da wo die Hügel anfangen, sind Hühner. Ja, dann hole ich die mal eben hier rüber. So, macht einer schon einen Weg irgendwie nach unten oder so?
Also meine Höhle. Wo wollen wir denn untergehen? Hier war doch irgendwo eine Höhle gerade, oder? Ihr meint, es gab irgendwo eine Höhle? Ich habe keine gesehen, aber... Siehst du doch was von der Höhle, oder nicht, Shido? Oder wir bauen uns ja, hier einen Berg rein. Ja, bei dir da, wo du deinen ersten Baum gefällt hast. Den habe ich oder hier gefällt. Ansonsten hier ist auch einer. Wo ist hier? Wo ist hier? Keine Ahnung. Ah, ich hab sie. Da, wo das Häschen dann gehabt ist. Wo hast du da eine Höhle? Warum haben wir keine Minimap? Wo denn? Da, wo es in dieses, wo es das Apothekenholz gibt, okay. Biom. Da bin ich die ganze Zeit in diesem Biom. Da ist nix. Nicht die Hühner killen, die brauchen wir. Dann gehen wir einfach hier runter, wo die Hühner sind, oder? Da hinten sind auch Kühe, wenn es ist. Ja gut, dann fang ich hier an. Warte mal, was ist denn hier? Ist hier eine Höhle oder nicht? Oder wir bauen uns einfach in den Berg rein, das geht auch. Ja. Hier, Lava, hier unten, komm, hier gehen wir rein. Fertig. Okay. Oh, das ist nicht gut. Wieso? Was? Wegen der Lava? Machen wir mal weg. Nee, Feuer. Oder weil wir hier Eisen gefunden haben. Feuer. Tatsächlich backt irgendwas. Was backt denn? Passiert nix. Es passiert eben zu viel. Das ist das Problem. Ah! Oh! Ich bin mal weiter unten. Hast du übertrieben? Seltsamerweise ja. Wenn es jetzt schon überall. Oh. Kennt man doch gar nicht. Oh, da fallen Lava-Dinger von oben runter. Uiuiui. Soll nur aufpassen. Was ist jetzt mit dem Hühnchen? Hast du ein Hühnchen? Mach mal jemand Fackeln. Willst du ja alles haben? Fackeln haben, was kann ich mir gar nicht leisten. Fackeln. Oh, die Höhle ist schön. Die gehört genau hier auf. Ah, ich weiß, was das Problem ist. Oh ja, kill it. Warte, erstmal als alles erstes execute at i. Das ist live fixing in Programm. type gleich ammo slash stand. Hey. Hi. Okay, sehr gut. Kill at i type gleich ammo unterstrich stand. Name gleich ab. Und dann 3 töten wir davon. Okay, sehr gut. Ist gut. Gesagt, wir gehen noch tiefer runter, oder? Ja, ja. Also, ein weiser Mann sagt es so tief, wie es geht. Ja. Okay, wobei, sehr gut. Ich weiß, Zombies. Jetzt kann man auch wieder rausgehen, Leute. So schlimm ist es jetzt nicht mehr. Wow. Ich bin schon längst wieder draußen gerade. Er braucht noch gut Holz, so ein Setzlinge eventuell, um sie dann... Setzlinge habe ich 2. Ich habe 6. Ich versuche noch 7, eben schnell ein bisschen Wasser zu finden und da was anzupflanzen. Wollen wir auch Pferde haben? Was sollen wir damit? Keine Ahnung. Was sagen wir? Hier fällt so ein bisschen Feuer runter, aber alles gut. Oh, ich habe einen Apfel, das ist ja schön. Man soll es nicht vergessen. Ich glaube, ich werde meine Aufnahme aber splitten. Ein bisschen. So, wir hatten doch vorhin hier irgendwo Wasser. Wasser? Ja, ich bin gerade am Wasser und versuche so ein bisschen jetzt hier was anzupflanzen. Hier oben willst du was anpflanzen? So, bauen wir nochmal. Dann bau wenigstens eine Decke drüber, dass nicht gleich abfackelt. Ah, wird schon nicht. Ich weiß nicht mehr, wo meine Dinger stehen hier. Ich schreib das dann auf deinen Grabstein. Nicht sterben, Rhea, nicht sterben. Da war aber der Schleim richtig vorhanden. Deswegen war auch die Nachricht eben 4-mal zu lesen. Weil es immer 4-mal so heftig war. Wir können ja auch sagen, wir verzichten auf die Schweine und nehmen die Kühe mit runter, weil die Kühe gehen noch mit Getreide, oder? Brauchen genau, die auch wieder was deswegen anderes? Tue ich mir gerade ein bisschen hier Samen anpflanzen. Okay, weil hier sind einige Kühe, aber hier brennt es halt schon ein bisschen, ne? Naja, das kann man ja, wenn einer vorausläuft und das Ganze ablöscht,
damit die Kühe nicht reinlaufen. Brennst du gerade? Ja. Ich wollte gerade sagen, du hast aber feurige Haare. Burn, 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 the ring of fire. Ich muss gerade an ein Foto denken, das von mir existiert. Oh, da was? Da hatte ich noch rote Haare, also zum Teil, also meine Deckhaare waren schwarz und unten hatte ich rote Haare. Und mir wurden die Haare da so durch den Wind verwirbelt und verzwirbelt, dass meine Haare feuerrot ausgesehen haben. Ich sah neulich mal in der Früh wie der Affenkönig aus, als ob mein Pferdeschwanz, den ich oben auf dem Kopf hatte, auch senkrecht nach oben stand. Die Nachricht kriegt er aber auch, ne? Ja, der wird heißer, ja. Ja. Das okay. Sehr gut. Wo wollten wir jetzt hier weiter runtergehen? Habt ihr euch hier sind mehrere Löcher, was habt ihr denn gemacht? Ja, wir kamen nicht weiter runter, weil wir kein Licht hatten. Wir sind gerade am Holzfarm, damit wir ein bisschen Kohle machen können. Wolltest du für die ersten Fackeln. Huch! Ihr wollt doppelt runtergraben, ja? So war der Plan jetzt. Ihr habt's gerumst. Ja? Rather, mach mal irgendeine Kohle für das Chicken. Was, eine Kohle für das Chicken? Eine Kohle! Was wie ein Loch. Ich hab dich verstanden. Mach dir doch, hast du keine Spitzhacke oder was? Ja doch, aber muss ich das Chicken loslassen. Ah, verdammt, wo war die Höhle jetzt? Ich komm gerade, ich kann dann... Achso, okay, sehr gut. Ich muss mir eine neue Hacke machen, wo auch immer die hin ist. Mein Orientierungssinn in Minecraft ohne Minimap ist gleich 0. Pferdchen! Ja, ohne Minimap ist echt doof. Ja. Allerdings. Oh, ich muss meinen Orientierungssinn nutzen. So, willst du eine Kuhle haben? Ich hab schon eine kleine. Ah ja, hab's gefunden. Aber einschicken ist ein bisschen wenig, ja? Gib mir mal die Koordinaten von der... Guck auf die Minimap. Also nach XYZ ist 106, 54, minus 98. Okay, ich hab zwei Wassereimer. Hab ich auch schon lange. Sag schon lange zwei Wassereimer mit mir rum, was ist denn los mit dir? 106, minus 98. Alles klar bei dir da oben, es rumpelt ab und zu. Ja, alles klar. Hat ein bisschen was von Survival Games hier. Und wie heißt es nochmal? Wo man alle gegeneinander kämpfen und so. Und, Hunger ja. Games? Oder nee. Was? Nee. Nee, dieses, was Pain öfter gespielt hat. Keine Ahnung. Spiele ich schon öfters. Ach, was haben wir auch schon zusammen gemacht? PUBG? Hier. Nein. Oh. Schon noch in Minecraft, nur hier, was man halt. Deine Treppe, da haut man sich ja den Ultra Schädel Hardcore an. Oder irgendwie sowas, genau. Minecraft. Was ist das gegen meine Treppe? Man haut Minecraft. Sich den Schädel an. Ja, weil ich. Minecraft habe ich schon verstanden. Nee, weil ich nicht weiter. Weil Zeit sparen. Reicht doch so. Wir müssen noch nicht mehr rauf irgendwann. Ich bleib jetzt da unten, ich komme nicht mehr rauf. Richtig gut wäre, wenn ich irgendwo eine Höhle finden würde. Das wäre richtig gut. Mm, mit Ressourcen. Was brauchen wir denn da unten? Wenn wir da unten sind, überleben wir doch. Hoffentlich. Oh, hier ist irgendwo links irgendwo Skelett. Nee, hier muss eine Höhle sein. Oh, hier sind Äpfel. Und Zombies. Oh, hier, guck mal, eine Höhle. Perfekt. Auf optimaler Höhe, würde ich sagen. Bis jetzt schaut es hier eigentlich ganz harmlos aus. Oh, man sollte nicht mit, Ach, passt schon. Ja, man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Vor allem, du meinst, wenn Pain damit zu tun hat. Genau. Ey, wie gesagt, Liebe. Ist hier mitten in der Schlucht, die auf Null runtergeht. Ist nicht geil? Bitte? Hier ist eine Schlucht, die auf Null runtergeht. Okay. Nice. Auf Null. Bis auf Null. Oder ich bin auf 25, es könnte schon ziemlich tief sein, auf jeden Fall. Siehst du Bedrock? Nein, so weit sehe ich nicht, glaube ich. Da müsste ich die Schlucht jetzt runtergehen. Ja. Außerdem wäre da unten Lava. Vollräume. Oder ist das wieder. Boah, ich habe mit den aktuellen Versionen so eigentlich keinen Plan. Ich auch nicht. Bisher war es. Also, mein letzter Status war so: Hohlräume bis Höhe 11 werden mit Lava aufgefüllt.
Höhe 10 oder so irgendwas. Was? Was ist das für ein Stand? Ein Schild, komm rein! Also zumindest von die Standard-Generierten. Wenn man danach runterbuddelt, dann füllt sich das natürlich nicht mit Lava. Ach komm, Zombie, ich hau dir die Spitzhacke in den Kopf. Ist überhaupt kein Problem für mich. Was hat hier eigentlich gerade so geblubbert? Lava. Achso, die ist hier. Ist da noch mehr? Okay. Das verunsichert mich gerade so. So. Wup, 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 wup. Oh. Der Himmel ist immer noch blau, aber es brennt. Pack noch ein bisschen Erde ein.